Ja, und damit herzlich willkommen bei einem neuen Angespielt hier auf diesem Kanal. Das letzte Angespielt ist ja schon ein bisschen her, aber jetzt habe ich mir mal wieder ein Spiel rausgesucht. Es ist Planet Coaster, da ich ja momentan überlegen bin, was wir nach The Walking Dead machen. The Walking Dead wird ja noch ein bisschen weitergehen. Und jetzt während der Pause wollte ich eigentlich irgendwas anderes reinschieben. Ich habe noch ein zweites Spiel so im Hinterkopf, was ich dann vielleicht auch angespielt von machen werde, ganz bestimmt sogar. Kleine Info, ich muss das hier jetzt gerade alles nachkommentieren, da bei der Aufnahme meiner Audiospur was schiefgegangen ist. Und es war dann noch alles asynchron und alles. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, komm, jetzt tust du einfach nachmoderieren. Und ja, wir spielen Planet Coaster. Währenddessen ich in diesem Augenblick auf meine Parks gehe und da mal meinen Park lade. Planet Coaster ist von den Entwicklern, die auch Rollercoaster Tycoon 3 und ich glaube auch Rollercoaster Tycoon 2 gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wie es bei Rollercoaster Tycoon 1 aussah. Ob die das auch gemacht haben, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, Rollercoaster Tycoon World war ja eine Enttäuschung, leider, was mir sehr weh getan hat oder leid getan hat, da ja ich immer ein großer Fan der Rollercoaster Tycoon Serie war. Ich habe 1 und 2 als Kind gespielt und 3 haben wir ja auch zusammen hier auf dem Kanal gespielt. Und ja, schade drum, aber dafür haben wir ja jetzt Planet Coaster, die Entwickler von Rollercoaster Tycoon 3 haben mit Planet Coaster sozusagen ihr eigenes Spiel gemacht. Und ja, davon machen wir jetzt alle angespielt und mal gucken, ob wir es als Let's Play bringen werden. Ich weiß es noch nicht. Also ich bin nicht wirklich gut in so Design und so weiter. Mal schauen. Mal gucken, wie es auch bei euch ankommt. Rollercoaster Tycoon 3 ist ja sehr gut bei euch angekommen. Und World, weiß ich nicht, ob das so gut bei euch angekommen ist. Auf jeden Fall den Aufrufen an den Aufrufen gesehen, konnte man schon denken, dass es das ist. Ja. Schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal Planet Coaster, das bessere Rollercoaster. Der ja, Planet Coaster tritt so ziemlich in die Fußstapfen von Rollercoaster. Und ja, hier sind wir jetzt in meinem Park, den ich mal so privat ein bisschen gebaut habe. Ich habe seit 2 Monaten nicht mehr gespielt. Also ich muss dann auch erstmal sehen, was so neu ist. Oder ich musste sehen, ist jetzt inzwischen alles Vergangenheit. Und ja, ich mache erstmal Tag, denn ich spiele lieber am Tag als in der Nacht. Weil da sieht man einfach mehr, ne? Ist ja klar. Und tja, ja, da habe ich also meinen kleinen Park so ein bisschen gebaut. Viel habe ich noch nicht gemacht und ich bin auch nicht so wirklich der beste Parkbauer. Ich mache das eigentlich nur alles just for fun. So ein bisschen. Und jetzt kann ich euch sagen, dass ich jetzt gerade geschaut habe, ob es eine neue... Nee, jetzt suche ich nach Szenarien, denn man kann die Gebäude, kann man sich zum einen selbst prima erstellen und man kann andere Sachen auch noch hinzufügen, wie den Stein, den ich jetzt gerade hatte. Sah nur blöd aus, ne? Mit so einem Stein obendrauf. Und deshalb werde ich mir jetzt gleich 2 Laternen raussuchen. Genau die. Und da werde ich jetzt mal demonstrieren. Erstmal habe ich es da unten versucht, so ein bisschen die Laterne anzubringen. Aber da oben sind sie doch viel besser angebracht, ne? Und ja, da seht ihr schon, man kann auch Gebäude, die man sich jetzt zum Beispiel aus dem Workshop zieht, die könnt ihr dann ebenfalls beliebig noch umgestalten. Nach euren Vorstellungen, die ihr so habt. Und ja. Das Gebäude, ich weiß nicht, das habe ich mir auch mal aus dem Workshop gezogen. Da habe ich irgendwas gemacht. Eigentlich müsste ich es mal wegreißen. Ne? das sieht ja jetzt nicht mehr schön aus. Oder ich werde es irgendwann noch mal
mir zur Brust nehmen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal den Sound runtergestellt, weil der wirklich abnormal laut war. Hat ja schon in den Ohren weh getan. Und jetzt höre ich mich auch selbst ein bisschen besser reden. Und hier sieht man die Parkbesucher, die ein bisschen schöner aussehen als die von Rollercoaster Tycoon World. Und ja, Rollercoaster Tycoon World, schade drum. Aber ich glaube, der Publisher hat dann mittendrin in der Entwicklung nochmal die Entwickler ge getauscht, nee, nicht getauscht, gewechselt. Hat das Entwicklerstudio gewechselt und ja. Und dann gab es ja noch diesen Flop mit diesem, es sollte eigentlich doch gar nicht veröffentlicht werden, aber plötzlich standen die Spiele schon in den Regalen und alles und plötzlich hatte man sich dann im Notfall noch drauf geeinigt, es als Early Access rauszubringen. Und zufälligerweise, aber ganz zufällig, ne, man möchte ja nichts Böses munkeln, war der offizielle Release von Rollercoaster Tycoon World ein Tag vor Planet Coaster, vor dem offiziellen Release von Planet Coaster. Also, wenn das, also das war bestimmt nur ein Zufall, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also, das war nur ein Zufall. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein Sci-Fi-Objekt, wo ich jetzt gerade suche, wo wir das am dümmsten hinbauen. Ihr seht ja, wie viel Platz wir hier noch im Park haben. Hab mich dann für diesen kleinen, für diese kleine Ortschaft entschieden. So, erstmal ein Eingang und ein Ausgang. So, und dann brauchen wir natürlich noch einen Weg. So. Da habe ich erstmal überlegt, welchen Weg wir am dümmsten nehmen können. Ich habe mich dann erstmal für den Spatzen entschieden. Ihr werdet dann aber später sehen. Ich werde mich hier nochmal umentscheiden. So, jetzt erstmal hier den Weg gebaut. Ist schon ein bisschen was anderes, das jetzt hier alles nachzukommentieren und einfach nur zu gucken und zu quatschen dabei. Verzeiht mir das, aber es war die Originaldatei, also meine Original-Tondatei war erstens viel zu leise. Da war irgendeine Einstellung im Audacity falsch eingestellt. Und das habe ich jetzt natürlich geändert, ne? Nicht, dass es bei der nächsten Aufnahme wieder passiert. Stellt euch mal vor, das wäre bei SWTOR passiert. Oder beziehungsweise bei einem ganz normalen Let's Play und nicht bei einem angespielt, wo ich jetzt ungefähr eine Stunde hätte nachkommentieren müssen. Da bin ich jetzt ganz froh, dass es hier bei dem angespielt passiert ist und ich nur 37 Minuten nachkommentieren muss. Und ja, auf jeden Fall können wir, wie auch in Rollercoaster Tycoon World, auch mit den Fahrgeschächten mitfahren. In verschiedenen Kameraperspektiven. Der Cube ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Der ist auch neu, den kannte ich vorher noch nicht. Der ist neu reingekommen. Und tja. So, Ben, jetzt kannst du aber, genau, jetzt kannst du mal das Ding hier eröffnen. Und ja, der Plan war eigentlich hier jetzt erstmal einen Sci-Fi-Bereich einzurichten, habe mich dann, wie ihr dann gleich sehen werdet, doch umentschieden. So, hier habe ich erstmal irgendwelche Sci-Fi-Sachen gesucht, die man gar nicht so wirklich findet. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass man in Planet Coaster immer noch diesen Steam Workshop hat, dass man sich da noch Zeug raussuchen kann, wenn man möchte. Na, und habe mich dann, na, jetzt habe ich Bäume gesucht, die dazu passen, aber es gibt auch keine wirklichen Sci-Fi-Bäume. Also Rollercoaster Tycoon World hat wirklich, meine Gäste haben im Übrigen Durst. Also Rollercoaster Tycoon World hat wirklich noch, nee, nicht Rollercoaster Tycoon World, sondern Rollercoaster Tycoon 3. Wenn sie World gehabt hätte, da wäre ich glücklich gewesen. Rollercoaster Tycoon 3, während ich hier mal das festliche
den festlichen Imbiss oder was das war, Trinkbude, weiß ich jetzt nicht, entdecke, Getränkebude. Rollercoaster Tycoon 3 hatte sehr viele Attraktionen, was bei Planet Coaster einfach noch ein bisschen fehlt. Na? Hier sind es noch sehr wenig Attraktionen, sehr wenig Szenarien, wie ich finde, aber dadurch, dass man halt jedes Gebäude sich, also man hat ja so viel Kleinkram bei den Baumaterialien. Jetzt wollen wir erstmal ein Klo gegenüber dem Getränkeshop bauen, ne? Nicht, dass die Blase dann auf einmal drückt. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ganz toll. Ja, genau, Rollercoaster hatte halt mehr Attraktion. Hier hat man halt den Vorteil bei Planet Coaster, man kann sich halt mit ganz viel Kleinkram und ganz viel Geduld die Häuser selbst zusammenbauen. Aber ich bin da ein bisschen faul, was das angeht, so Häuser selbst bauen. Deshalb hole ich mir meine eigentlich immer aus dem Steam Workshop. Währenddessen wir hier uns mit dem Weg befassen, den wir hier jetzt gerade überhaupt nicht auf die Reihe kriegen. Es passt einfach vorne und hinten nicht. Ne. Da muss der Weg erstmal wieder weichen. Und ja, die Wege, da können wir auch noch diverse Einstellungen treffen, wie wir was hinkriegen. Aber breiter bringt nichts. Macht die ganze Sache nur noch schlimmer. Ja. Toll. Was machen wir da jetzt? Wir kriegen den Weg zu. An sich nicht hin. Jetzt versuchen wir es hier noch, aber hier können wir nur so gerade den Weg machen, aber so nach drüben können wir nicht machen. Das ist leider Gottes nicht möglich. Aber ich hoffe, dass für Planet Coaster noch das ein oder andere DLC kommt. Ich mochte ja die beiden DLCs von Rollercoaster Tycoon 3 sehr, weil mit dem So Good DLC und dem Tierisch Wild was, glaube ich, oder Wild Wild was, glaube ich, ne, konnte man so einen ultimativen Park aufbauen. Freizeitpark, Wasserpark und Tierpark. So der ultimative Park halt, fand ich sehr cool. Muss ich ehrlich gestehen. So, jetzt haben wir natürlich versucht, das Ganze noch ein bisschen anders hinzustellen, in der Hoffnung, dass wir es dann hinkriegen, aber das anders hinstellen bringt es leider auch nicht wirklich. Ja. Also haben wir uns dann. Oder habe ich mich dann dazu wieder entschlossen, das wieder ganz normal hinzustellen. Ungefähr so, wie wir es vorher hatten. Aber soweit ich weiß, soll es auf jeden Fall noch DLCs zu Planet Coaster geben. Bin ich gespannt. Soweit wie ich gehört habe. Aber ansonsten bietet der Workshop, ja genau da wollen wir uns im Weg hin haben. Und da kommt er einfach nicht hin. Bis dahin. Schafft der Workshop ja noch gutgehend Abwechslung. So, und jetzt müssen wir natürlich das Haus ja umbauen, denn wie gesagt, alles, was wir uns so aus dem Workshop ziehen, können wir dann selbst noch. Na, jetzt habe ich zu viel genommen. Das war jetzt zu viel des Guten. Können wir uns dann selbst noch die Gebäude selbst zurechtbauen? Wenn wir sagen, das Gebäude sieht eigentlich ganz cool aus, aber diese eine Sache am Gebäude gefällt mir nicht. Wenn die nicht wäre, wie es jetzt hier ist, da hätte ich gerne noch einen zweiten Eingang. So einen Hintereingang sozusagen. Schiebt man einfach die Wand weg. Na? Damit wir hier jetzt ein Wegchen hinbauen können. Wo wir aber jetzt gleich wieder Probleme damit haben werden, weil jetzt sieht es wieder so aus. Ja, das mit dem Wegebauen ist schon eine geile Sache, aber manchmal echt kompliziert. Das muss man einfach so sagen, ne? So, jetzt kriegen wir es auch an dieser Mitarbeitertür auch nicht hin.
was wir eigentlich hinkriegen wollten. Bis uns dann irgendwann auffällt, dass erstmal jemand kündigen will. Sie beschwert sich, dass sie nicht viel zu tun hat. Mädchen, du hast da mehr als zu tun. Hab's dann versucht mit dem Gehalt, sie irgendwie glücklich zu machen, aber ich hatte mich bis dato nicht mit Mitarbeitern noch so wirklich beschäftigt. Bis ich dann hier in der Aufnahme live rausgefunden habe, wie man die Mitarbeiter doch ein bisschen zufriedener stellen kann. Und das ist mit einer Weiterbildung. Im Moment noch Azubi. Zack, weitergebildet. Sie ist jetzt fähig und es geht ihr auch viel besser damit. Und ja, die wollen halt immer wieder weitergebildet werden, die Verkäufer. Und ja, das haben wir jetzt gemeinsam hier in dieser Aufnahme rausgekriegt. Ne? Ist ja auch mal nicht schlecht. Was macht man dann eigentlich, wenn die Verkäufer voll ausgebildet sind? Dann war's das. Dann kann man nur noch über Lohnerhöhungen reden oder was. Wer weiß. So, auf jeden Fall können wir uns jetzt wieder unserem Weg widmen, nachdem wir unsere Angestellte zufriedengestellt haben, indem sie einfach mal eine Weiterbildung gekriegt hat, aber immer noch den gleichen Job ausübt. Ob ich damit zufrieden wäre, wenn ich eine Weiterbildung mache, aber dann immer noch den gleichen Job ausübe, kommt drauf an, ne? Ist fraglich. Jetzt natürlich, was ist, was wirklich meine Kompetenzen erweitert, dann wäre ich nicht zufrieden. Aber wenn es was ist, was einfach notwendig ist, um diese Stelle weiter auszuüben, dann ist es ja klar, ne? So, ja, haben wir den Weg jetzt eigentlich schon nicht mehr? Ich glaube, wir haben es noch nicht gemacht. Nee, wir sind jetzt hier immer noch am Rumbasteln. Ja, und jetzt wollen sich die beiden Wege verbinden und wir kriegen es einfach nicht hin, den Weg zu dieser Tür zu bringen, der wahrscheinlich für die Mitarbeiter ist. Was anderes könnte ich mir da eigentlich jetzt nicht drunter vorstellen, was es jetzt anderes sein soll. Und deshalb haben wir jetzt mal rausgekriegt, dass wir die Wege auch ein bisschen verändern können. Weil so wie die Wege jetzt sind, kriegt man es hin. Na, das sieht noch nicht ganz so gut aus. Naja, da, ja, aber wir können diesen machen. Na, so noch nicht, aber so. Das klappt. Und perfekt. Schon haben wir unseren Weg. Habe ich auch mal wieder was gelernt. Ich wusste es vorher auch noch nicht. Und ja. Haben wir wieder was gelernt. So, ja, jetzt habe ich gerade mal ganz kurz Mist gebaut. Aber Gott sei Dank kann man hier ganz schnell wieder alles zurückmachen. Ich wollte mich eigentlich nur diese Wand da entfernt haben. Habe aber aus Versehen jetzt das komplette Gebäude entfernt. Ja. So, die Wand ist jetzt weg. Die braucht man nämlich nicht mehr. So, jetzt wollte ich hier noch Bäume setzen. Und habe ich natürlich erst versucht, irgendeinen willkürlichen Baum zu suchen, beziehungsweise den gleichen Baum zu finden, bis mir dann eingefallen ist, hey, man kann hier ja auch einfach irgendwelche Sachen kopieren. Und zack, da haben wir den Baum nochmal und stellen wir da hin und dann gleich nochmal einen daneben und perfekt. So schnell kann es gehen, also sehr angenehm gemacht von den Entwicklern. Und jetzt habe ich natürlich gesucht, dass man vielleicht vor die Bäume noch irgendwas stellen kann, aber ich kann euch jetzt schon soweit spoilern, ich habe nichts gefunden, deshalb nutze ich jetzt Bänke. Ja, weil die Leute wollen sich ja sicherlich, wenn sie dann was essen und trinken, sicherlich auch mal hinsetzen. Deshalb gibt es jetzt ein paar Bänke. Und
Und ja, jetzt habe ich mich einfach dazu entschlossen, das doch nicht zu einem Sci-Fi-Thema zu machen, sondern ein ganz normales Planet Coaster-Thema. Und da passt dieser blaue Weg einfach am besten, ne? Das Planet Coaster. Und da sehen wir auch schon, die Wege ändern geht hier ganz einfach. Einfach einen neuen Weg aussuchen, auf den alten klicken und schon nimmt der alte Weg die Farbe des neuen an. Echt cool eigentlich. Und auch schön, dass man uns das hier so einfach macht im Planet Coaster. Aber ich glaube, in Rollercoaster Tycoon World hat uns das auch so einfach gemacht. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Von drei ganz zu schweigen, da weiß ich jetzt auch gerade nicht, ob das wirklich so einfach ging. Aber auf jeden Fall geht es hier schön einfach. Übrigens hat Planet Coaster, weil ich es gerade höre, auch einen super coolen Soundtrack, der auch super gut reinpasst, wie ich finde. So, haben wir auch die Warteschlange ein bisschen angepasst. Ja, aber ihr seht schon, ich bin nicht wirklich gut, was das Parkbauen angeht. Also weiß ich jetzt nicht. Also schon mal Gebäude selber bauen geht schon mal gar nicht bei mir. Weiß ich auch nicht, ob ich das im. Na, nee, ich würde es nicht in einem Let's Play machen wollen, weil es dauert einfach lange. Ne? So, wenn es nach was aussehen soll, das Gebäude dauert es halt so seine Weile, ehe es fertig ist. Und ob das fürs Let's Play irgendwie taugt, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich hier jetzt gerade vergessen, wie man die Gebäude nochmal dreht. Y-Band, Y. Jetzt habe ich es rausgefunden. Jetzt habe ich das Y gefunden. So. Ja, das war mal ein bisschen so. Ja. Genau so. So wollen wir es stehen haben, dass wir dazwischen noch eine Lücke haben. Dass wir da gegebenenfalls irgendwas hin basteln können. Ja, hier habe ich jetzt gesehen, das Ding hat ja auch noch einen Hintereingang für die Mitarbeiter. Ja, um nochmal drauf zurückzukommen, im Let's Play würde ich eigentlich keine Gebäude selbst bauen. Ich würde eigentlich alles nur aus dem Workshop ziehen. Weil, ja, es dauert zu lange, diese Gebäude zu bauen. Na, ich glaube nicht, dass ihr da so drei Parts sehen wollt, wie ich da so ein Gebäude baue. Ich mir irgendwie nicht vorstellen, deshalb würde ich mich wirklich darauf spezialisieren, dass wir einen Park bauen und die Gebäude einfach mal aus dem Workshop ziehen. Ja. So, hier sah es jetzt natürlich dämlich aus, ne? Mit dem Weg, dass der so überlappt. Deshalb würden wir das Gebäude jetzt hier noch mal ein bisschen verschieben, so dass er keinen Weg mehr überlappt. Jetzt lappt er immer noch über. Das sieht immer noch, ist noch nicht perfekt. Aber es wäre ja gelacht, wenn wir das nicht perfekt hinkriegen würden. So. Genau, und schon haben wir es hingekriegt und wir sehen, dass es uns sogar sehr viel bringt, weil wir haben jetzt hier dazwischen noch ein bisschen mehr Platz. Erlaubt uns noch mal ein bisschen mehr Platz in Sachen, ich will da jetzt was hinbauen. Ja. Und ja, jetzt suche ich natürlich verkrampften Brunnen. Weil überall Bäume hinpflanzen ist ja auch langweilig, ne? Tütüt. Ja. Aber mir fiel dann gerade was auf. Wir könnten ja einfach mal nochmal demonstrieren, wie das funktioniert. Mit den Gebäuden. Gut, das ist jetzt nicht das beste Beispiel, was ich hier jetzt mache, weil es mit dem Dach einfach nicht gut aussieht, wie ich finde. Aber ihr seht, wir haben wirklich freie Hand über die Gestaltung unserer Gebäude in Planet Coaster. Und jetzt haben wir einen kleinen Burger auf dem Burgerladen gezaubert. Cool. Aber naja, mit dem abgeschrägten Dach. Sieht ein bisschen doof aus. Aber ich habe es dann so gelassen, weil ja,
Lass mal's einfach so, ne? Ich wollte jetzt auch kein neues Dach drauf basteln. Oder anderes Dach nehmen, ne? Deshalb haben wir das so gelassen und wir suchen jetzt irgendwelche Sachen. Ich glaube, wir suchen einen Brunnen inzwischen. Oder immer noch. Wir finden einfach keinen, weil es zu viel Kram gibt. Ja. Und alles da müsste man ewig durchscrollen, deshalb geben wir doch einfach mal Brunnen ein. Und Brunnen müssen wir gar nicht komplett eingeben und da sehen wir dann schon, wir kriegen ein paar Brunnen angeboten. Wenn das nicht cool ist, weiß ich auch nicht. So, jetzt wird natürlich herumprobiert, was am besten hinpasst. Das passt natürlich so nicht hin, das auch nicht. So, das nehmen die kleinere Variante des Brunnen und setzen dann nochmal dieses schöne Teil hier rein. Das passt nicht so gut dazu. Ah, das passt doch viel besser als das vorige. Deshalb haben wir das jetzt auch mal reingepackt, die ganze Sache. So, jetzt suche ich natürlich noch irgendwelchen Sachen, die das noch ein bisschen ausschmücken, aber ich glaube, erstmal suche ich eine Bank, oder? Nee, erstmal suchen wir ja Blumenkästen. Funktionieren ja nicht so gut. deshalb nehmen wir einfach mal den. Da noch einen hin. Und da das Ding hier nicht hinpasst, da hinten doof aussieht. Sieht eh kein Schwein da hinten. Passt immer da noch eins hin. Nicht schön, aber selten. So, und jetzt kommt unsere zweite Bank. Und da muss man wieder nicht finden. Nee, weil noch Brunnen eingegeben war. Konnte man sie nicht finden. Ich wollte gerade sagen, wenn man sie nicht finden, geht man natürlich Bank ein, aber da war noch Brunnen eingegeben. Da ist ja dann klar, dass man sie nicht finden. So, noch ein paar Mülleimer hingestellt. Die Leute auch ihren Müll wegwerfen können. Und ansonsten lassen sie ihn einfach auf dem Boden liegen, wie es sogar da schon der Fall ist, was ich zum Zeitpunkt der Aufnahme gar nicht bemerkt habe. Ja, das sind sie ganz konsequent, die lieben Parkbesucher. Wenn es keinen Mülleimer gibt, dann wird keiner gesucht, das Zeug wird einfach auf den Boden geschmissen. Ne? Das sind sie ganz konsequent. So, wir wollen aber noch mal eine zweite Attraktion bauen. Einfach, weil wir es können. Und da bin ich jetzt gerade am gucken, was könnten wir bauen. Das kennen wir noch gar nicht. Was ist auch noch nicht im Park vorhanden. Und da ist mir dann das schöne Ding hier in die Augen gefallen, was ich noch nicht kannte. Demzufolge sollte es auch nicht im Park vorhanden sein. So. Wieder schön mit Eingang, Ausgang und natürlich nehme ich wieder den ganz normalen Weg anstatt die Warteschlange und wundere mich, warum es nicht funktioniert. Bis mir dann auffällt, ich muss ja zur Warteschlange wechseln, ne? Schön. So, und jetzt testen wir mal die ganze Sache, um zu gucken, wie es einfach aussieht.
Die ganze Sache sieht so aus und das Ding dreht sich sogar, Alter. Boah, weiß nicht, ob ich da mitfahren würde. Sieht so aus, als könnte einem da ganz schnell ganz schlecht werden. Tja, jetzt brauchen wir. Hier wollte ich noch irgendwas stehen haben, weil sieht doof aus. Ne? Also ich weiß nicht, so stupide Wiese mag ich irgendwie nicht immer ganz so dolle. Deshalb habe ich jetzt irgendwie versucht, was zu finden. Es wurden dann aber im Endeffekt doch Bäume. Weil ich habe auch mit diesen ganzen Beleuchtungen und so kann ich mich noch nicht aus und die bringen mir auch nicht so viel, weil ich ja so eher der Typ bin, der gerne am Tag spielt. Wo man da einfach mal was sieht. Ja. Und, aber ich müsste mich mal, genau, ich müsste mich mal mit diesen, Scheinwerfern befassen. Eigentlich. So, da haben wir drei Bäume stehen. Ja, jetzt noch nicht so spannend aussehen. Deshalb habe ich da einfach ein paar Steine hingemacht. Spannender sieht es deshalb nicht aus, aber es ist ein bisschen mehr Fülle. So, jetzt habe ich natürlich einen Stein gesucht für diese kleine Ecke, die aber erstmal alle zu groß waren. Und dann zu klein. Na wunderbar. Ich habe akkurat nicht einen passenden Stein wirklich gefunden. Tja, da habe ich natürlich geguckt, ob es noch andere Steine gibt, die dazu passen würden. Das alles noch ein bisschen mehr auszufüllen, aber mir sind nur die Eisschollen aufgefallen. Da habe ich dann natürlich geguckt, ob wir irgendwie ein Winterthema machen könnten, aber irgendwie kriegen wir den Boden da nicht so hin. Also wir können an sich keinen Schnee machen, ist mir mal aufgefallen. Was ein bisschen doof ist. Und ja, die VIP-Pässe. An der Stelle habe ich noch gesagt, ey, ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Und dann später oder gleich sehen wir, als ich bei einer anderen Attraktion bin, hey, die werden ja doch genutzt. Weil ich finde es ein bisschen doof, die kann man wirklich nur an Informationen verkaufen. Ja, hier. Hier sehe ich dann, dass die Besucherpässe doch genutzt werden. Oder nee, die Besucherpässe, nicht Premium-Pässe. Besucherpässe, hä? Premium-Pässe. Ja. Kosten 10 Euro nochmal an der Information. Muss man auch aufpassen, wenn man die zu teuer macht, kauft es kein Schwein. Ich meine, stehen momentan bei 10 Euro eigentlich viel zu billig. Na, so 50 Euro müssten da mindestens reinkommen. Auf jeden Fall zeige ich hier noch mal ein paar Gebäude, die ich mir so aus dem Workshop gezogen habe. Ob die jetzt dahin passen, sei erstmal dahingestellt. Ist mein erster Park. Ich habe da wirklich ganz blöde rumprobiert. Also das ist wirklich, der erste Park ist wirklich nur der Rumprobierpark. Mehr oder weniger. Das war ja damals bei Rollercoaster Tycoon 3, war es ja nicht anders. So, und jetzt gucke ich natürlich, ob es an der Information, ob man da auch noch mal was anderes kaufen kann, außer diese blöden Besucherpässe. Ach, Besucherpässe, was habe ich denn jetzt mit Besucherpässen? Premiumpässe. Aber nein, die Information verkauft weiterhin nur diese Premiumpässe, was ich ziemlich schade finde. In Rollercoaster Tycoon 3 oder was noch bei den 2D-Rollercoasters. Ich weiß gar nicht, wie es bei 3 war. Na, aber ich glaube, bei 3 hatte man auch noch ein paar Sachen extra verkauft. Karten von Park etc.
Und bei 1 und 2 konnte man da sogar noch Regenschirme kaufen. Aber da es ja in Planet Coaster leider noch kein Wetter gibt, also noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie planen, Wetter mit reinzunehmen. Hier ist ein kleines Besucherknäuel entstanden. Dem wollen wir natürlich Abhilfe schaffen. Ne, indem wir einfach uns mal sagen, so, jetzt machen wir mal die Wege ein bisschen breiter. Oder den Weg. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Wir müssen auch so ein bisschen Weg, müssen wir auch wegreißen. Aber, ja. So, und wunderbar. Ups. So. Zack. Und schon haben wir da ein bisschen mehr Platz. Also da müsste man allgemein die ganzen Wege mal an dieser Stelle verbreitern. Wahrscheinlich, weil da die ganzen Essensbuden sind, die ganzen Imbissbuden und alles, ist da ein bisschen mehr Verkehr. Da steht jetzt auf jeden Fall ein Papierkorb ungünstig, den stellen wir mal wieder an die Seite. So, ja, und damit hört man den Weg ausgebaut und hört mal auch das Angespielt soweit abgeschlossen. Also ich wollte jetzt nicht mehr zeigen. Ich wollte es halt nur mal kurz zeigen, dass ihr das Planet Coaster könnt mal let's playen. So was war das, ne? Also ich wollte, wir werden auch dann einen komplett neuen Park werden wir dann noch anfangen. Werden hier mit dem nicht weitermachen. Ja, und dann mal gucken. Ich habe, wie gesagt, noch ein anderes Spiel im Hinterkopf, von dem ich auch nochmal angespielt machen werde. Und ja, dann danach mal gucken, was wir denn nun im Endeffekt dann von diesen beiden Spielen dann spielen werden. Wie gesagt, ich bin nicht der beste Parkbauer, aber vielleicht möchtet ihr trotzdem ein Let's Play dazu sehen, ne? Und in diesem Sinne läuft jetzt gerade mir die Zeit weg und wir sehen uns dann beim nächsten angespielt. Bis dahin, Leute, und tschüss, tschüss.